Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty aus dem Oxbow. So, wir sind unterwegs mit Hedi. Wir wollen jetzt, also sind es im ersten Tag vom Sommer und ich möchte natürlich die Quests aus Piastovia holen. Aber jetzt müssen wir hier erstmal noch gucken, dass Stefan getötet wird. Stefan ist Schimmel, den er hier in der Wohnung hat. So, ich habe ein Anti-Stefan-Mixtur. Das ist großartig. Ich glaube, er ist größer geworden, während du weg warst. Und wie willst du diese Mixtur nennen? Stefans Bezwinger verdient doch sicherlich einen Namen. Hör bitte auf damit. Du hast damit angefangen. Bye. Bye. So, Stefan haben wir besiegt. Oder er besiegt ihn jetzt. Und wir gucken mal, dass wir in Piastovia Quests kriegen und ein paar Dinge verkaufen können natürlich. Hab einiges dabei, was wir verkaufen können. Müssen wir halt nur dran denken. Ich vergesse sowas ja auch immer gern. Und muss gerade mal gucken, habe ich Platz? Habe ich jetzt einen Fischer? Nee, ne? Ich habe aber, glaube ich, Platz in der Fischerhütte. Ja, also einen Fischer könnte ich einstellen. Aktuell wohnt, nee, eine Fischerin könnte ich einstellen. Zwietun wohnt dort. Das heißt, und der ist 28. Also eine Fischerin könnte ich einstellen. Da müssen wir mal gucken, ob wir eine finden. Dann kann ich ihm die nämlich zuteilen. Und dann hätten wir auch endlich einen Fischer. Oder eben eine Fischerin. Fischerin wäre auch okay. Die fällt dann vielleicht mal irgendwann 2 Jahre aus. Kann ich aber sehr gut mit leben. Fischer ist kein so wichtiger Job, finde ich. Ist zwar nett, wenn man Fisch hat, aber ist jetzt... Wir kommen sehr gut ohne über die Runden. Da fehlt irgendwo Material. Gucken wir gleich. Weizen, Brett, Holzstamm, Weizen, Brett. Nochmal Weizen. Nochmal Weizen. Was haben wir hier? Käse. So ein Käse aber auch. Dann packen wir mal hier was ins Inventar. So, Dinge, die ich nicht unbedingt brauche. Wobei die 3 Kilo zu viel, die machen es jetzt nicht. Achso, und ich wollte gucken, was da fehlt, ne? Näherei. Kein Pelz. Machen meine Jäger keinen Pelz? Nö. Die machen keinen. Dann können wir hier gerade mal ein bisschen runtergehen. Und noch Pelz fertigen lassen. ...25 reicht. Dann können wir hier noch ein bisschen hoch. Okay. Dann geht's jetzt weiter. Fischerin müssen wir gucken. Und ich muss die Sachen verkaufen. So, gucken wir mal, ob hier eine Fischerin ist. Rüxa. Ups. Die ist keine Fischerin, aber wäre vom Alter her gut. Nidamira, die ist Fischerin und die ist vom Alter her auch gut. Hi, ich bin dabei, eine neue Siedlung aufzubauen und ich suche dich. Ja, sehr gut. Ja, euch beide müsste ich mal gucken, was kannst du denn? Der könnte Landwirtschaft, das wäre natürlich interessant. Und Jagd. Ja.
Und du wirst auch Landwirtin. Die holen wir, glaube ich, beide noch. Dann baue ich noch eine Landwirtschaftshütte, weil Landwirtsleute kann ich noch beschäftigen. Dann baue ich da noch eine Hütte. Achso, ich muss sie noch einteilen. Verwaltung. Niedermira. Haus, da kommt sie damit dazu. Und sie geht in die Fischerhütte. So, und das Haus kann ich jetzt natürlich benennen. Da habe ich zwei Häuser, die nicht benannt sind. Also was? Wer wohnt hier? Filiberta und Olaf. Filiberta und Olaf. So, und hier wohnen Niedermira und Svitun. Niedermira und Svitun. So, ich hoffe, ich hab's richtig geschrieben. Niedermira, ja, und Svitun, passt. Okay, ist die auch glücklich. Dann bauen wir nachher noch eine Hütte. Und dann hole ich die zwei Landwirte zu mir. Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Ups, Entschuldigung, wollte ich nicht über den Haufen reiten. So. Mirogott. Wo sind denn hier die ganzen Händler? Da ist einer. Zeig mir mal deine Ware. Ich hätte ein paar Dinge für dich. Und zwar Kupferhämmer. Mehr Geld hast du nicht, das ist schade. Du könntest den Eimer noch kaufen. Das passt noch. Take care. Ludmila, zeig mir mal deine Ware. Wein muss ich noch kaufen, Kirschwein. Du kannst auch mal einen Kupferhämmer kaufen. Den Langbogen und Kupfermesser habe ich doch noch dabei. 6 kannst du kaufen. Aber ich habe auch noch Salzfleisch. Ne, gesalzenes Fischfilet. Passt nur noch eines. Nein, leider nicht. So, Greetings. Für dich habe ich einen Barsch. Kupfermesser. Den Käse behalte ich. Roggenbrei. Den Knüppel kann ich dir noch verkaufen. So. Und das gesalzene Fischfilet natürlich. Take care. So. Hi. Kirschwein brauche ich noch. Den kriegen wir bei ihm. Zeig mir mal deine Waren. Du hast Kirschwein, nehme ich mal an, ne? Kirschwein. Kirschen hast du, Kirschwein hast du. Nein, das wär's. Vielen Dank. So, da müssen wir gerade mal gucken, was für Aufgaben wir hier haben. Betrachten wir es nüchtern. Eimer mit Wasser, ja, das kriegen wir hin. Ab in die Federn kriegen wir auch hin. Wölfe jagen kriegen wir auch hin. Bronzehämmer kriegen wir hin. 30 rote Beete. Müsste eigentlich auch funktionieren. So. Dann müssen wir ein Haus bauen. Da brauchen wir jetzt, ja, für die Landwirte. Das bauen wir in der Nähe der Landwirte, in der Nähe der Landwirtschaft natürlich. Dass sie eben keine weiten Wege machen. Sondern ziemlich direkt. Hi Fuchs. Dass sie ziemlich direkt dorthin kommen. Können wir gerade mal gucken, ob hier Wölfe drin sind.
kommt vor, ja, sind drin. So, Esel bringen wir mal in Sicherheit. Wo ist die Höhle? Da. So, da ist der nächste. So, sind noch mehr da? Das gucke ich jetzt erst, bevor ich hier irgendwas anderes mache. Sind übrigens tatsächlich einfach dann halt nur Rehe hier drin. So. Das hatte ich ja mal gefragt. Wurde mir auch dann netterweise in die Kommentare geschrieben, dass da eben Rehe drin sind. Und ja, hat sich jetzt bestätigt. Ich glaube, Erz hole ich dann später. Weil jetzt habe ich ja eine ganze Menge Fleisch und so mit dabei. Da holen wir das Erz tatsächlich später. Tollkirsche nehmen wir noch mit. Und den Wolf, dann haben wir die ersten zwei schon erledigt. Wo wir die anderen nächsten zwei finden, weiß ich auch schon. Ja, also Fleisch braucht unser Jäger wirklich kaum jagen. Da haben wir so viel. So. Dann holen wir später das Erz. Der ist noch leer. Den haben wir mal irgendwann geplündert. Müssen wir gucken, was da fehlt. Nicht, dass das nicht wie erwartet Pelz ist. Doch, ist Pelz. Okay. Bisschen Pelz liefern wir jetzt. Die Wölfe bringen ja Pelz. Können wir die anderen zwei auch gleich jagen. Dann haben wir alle vier. Wolfsjagd ist tatsächlich die einzige Jagd, wo ich sagen, die ich recht gern mache. Füchse, Hasen, muss nicht sein. Tauben oder Krähen. Gar nicht mein Ding. Aber mit Wölfen kann ich ganz gut leben. So. Neues Gebäude freigeschaltet. Kuhstall, sehr gut. Dann können wir so richtig in die Milchproduktion starten. Den habe ich nicht gesehen. So, noch ein dritter hier. Weil es sind gern mehr als zwei. Und den sehe ich lieber rechtzeitig. Nicht, dass der mich dann attackiert. Das wäre nicht so gut. So, die Wölfe haben wir erledigt. Sehr gut. Das Soll ist erfüllt. Liefern wir auch gleich noch Pelz und 66 Fleisch ab. Onward. Onward. Ja, dann bauen wir noch gleich das Haus für die Landwirte. Bevor ich das vergesse. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Oder wenn es zumindest angefangen ist. Oh. Muss ich nur ein bisschen aufpassen, weil hier auch Wildschweine unterwegs sind. Was haben wir da? Leinengewebe, sehr gut. Leingarn. Auch sehr gut. Nochmal Leinengewebe.
Das war, glaube ich, alles. Okay. Das war alles. Nehmen wir den kürzesten Weg. So, Stefan haben wir erledigt. Oh, da müssen wir lang. Stefan haben wir erledigt. Jetzt liefern wir hier gerade mal noch. Oder ich mache erst. Stell erst den Esel weg. Dann mache ich dessen Inventar leer. Und dann gehen wir auf ins Lager. Ich glaube, das ist der bessere Weg, ja. So. Die nehmen wir mit. Bis später, Hedi. Sattel. Sehr gut. Dann kann ich hier noch den Käse abliefern und das Fleisch. Den Kirschwein brauche ich. Speisemorcheln kann ich noch abliefern. Tolle Kirschen kommen ins Materiallager. So. Dann liefern wir mal den Kirschwein ab. Du solltest übrigens nicht so viel bechern, wenn du stillst, meine Liebe. Ja, hier hast du deinen Wein. Bist du sicher, dass es der mit Kirschen ist? Oh, ja, ist er. Großartig. Warte mal, was noch? Ich habe dich gar nicht gefragt, was deine Lieblingsweinsorte ist. Welche ist es? Wähle weise. Bärenwein. Wenigstens nicht Pflaume. Genau. See you soon. Haben wir die Quest auch abgeschlossen? Oh, dann kann ich gerade noch wegen Rote Beete gucken. Nicht, dass die uns die verarbeitet wird. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall Holzstämme. Steine, 10 Stück eventuell. Ich weiß nicht, was für ein Fundament da reinkommt. Und ich muss gerade wegen der Rote Beete gucken, dass ich die rauslege. 30 Stück. Nicht, dass die hier verarbeitet wird, während ich alles mögliche andere mache. Die können wir mal mitnehmen. So. Okay, die legen wir gerade mal dahin. Rote Beete. Habe ich die jetzt gegessen? Ich bin doch ein Depp. So, eine brauchen wir noch zusätzlich. Eine rote Beete. Falsche Taste gedrückt. So. Das Verdorbene könnte ich gerade noch hier reintun. Das brauche ich auch nicht mit rumschleppen. Hopsa. Haben wir noch ein frisches Verdorbenes? Ja, aber nicht viel. So, rote Beete haben wir da hingelegt. Und ich brauche mal kurz ein Johanniskraut. Das ist, wirkt gegen Vergiftung. Ja, brauchen wir noch ein paar. Breitwegerich können wir auch noch mitnehmen. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Johanniskraut wäre mir lieber. So, und wir gucken gerade mal, wo wir hier bauen können. Ah, Johanniskraut, sehr gut. Ach, Vergiftung ist schon weg. Umso besser. So.
Wenn hier gerade schon so viel rumsteht, nehme ich das natürlich mit, ne? Auch wenn ich eigentlich bauen wollte. So, bauen. Jetzt müssen wir gerade mal gucken, wo war das letzte Haus? Da ist das letzte Haus. Oh, dann können wir das nächste noch hier schön hinmachen. Einfaches kleines Haus. So. Dann können die da nämlich auch gut runtergehen. Dann brauche ich keine Steine. Definitiv nicht. Aber ich glaube, ich muss meine Handwerker mehr Stämme machen lassen. Da kann ich, glaube ich, mit dem Brennholz... Oh, Technologie. Ach genau, wir haben ja... Oh, wir nähern uns der Mine. Kräuterhütte 2 haben wir gekriegt, genau. Heiltrank. Den erwerben wir natürlich. Wie viel Geld habe ich denn? 7000. Oder können wir alle... Können wir gerade alle Tränke erwerben. Jagdhütte. Da könnte ich jetzt auch nochmal... Ein bisschen. Fischerhütte. Ja, das machen wir später. Trinktrank, Temperaturtrank können wir auf jeden Fall mal machen. Die vergifteten Pfeile wären nicht verkehrt, wenn wir sie zumindest können. Dann machen wir den Trinktrank auch noch. Steinspeer, der kostet 50, dann haben wir den auch. Okay, ach genau, ich wollte die umstellen, dass die... bisschen weniger Brennholz jetzt machen. Stöcke hör mal ganz auf. Dafür leg hier mal mit. So, dass wir deutlich mehr Stämme kriegen. Hier machen wir... Überleg grad. Machen wir die Tür dahin. So ist besser. Weil das passt dann nachher von der Lampe her deutlich besser. Hier würde ich schon gern Fenster haben. So, das ist okay mit dem Fenster. Hier ist nämlich der Baum davor. Und hier können wir auch ein Fensterchen hinmachen. So, und das Dach müssen wir natürlich, ne? Habe ich Bretter dabei? Tatsächlich. Steine haben wir auch dabei, okay. So, und hier auch noch. Haben wir hier auch? Ja, zumindest genug Steine. Nicht genug Holz, aber genug Stein. Okay, dann gehen wir mal weiterholen. Dann holen wir nämlich die zwei... Oh, ist der Tag schon wieder vorbei. Okay. Die Zeit verfliegt. Und da... Die haben schon geerntet tatsächlich. Sind aber fix. So, das machen wir da rein. Tollkirschen, so. Und dann nehmen wir... Ich kann mal die 48 Bretter mitnehmen, die wir brauchen. Gewichtstrank haben wir keinen, den nehme ich auch mal mit. So, dann gucke ich gerade mal wegen Holzstämmen. Nehmen wir mal 10 mit. Einmal Gewichtstrank. So, dann holen wir nachher vielleicht noch ein paar Steine.
Bilsenkraut nehmen wir mit. Ja, kriegt ihr neue Nachbarn, ne? So. Flöpp. Können wir gerade die Bretter ranmachen. Und dann holen wir noch einen Schwung Steine. Das kriegen wir vielleicht am heutigen Tag noch fertig. Dann könnten wir am morgigen Tag die Quest-Sachen machen. Wolfsjagd haben wir ja schon erledigt. Und dann könnten wir nämlich nach Piastovia und dort die Leute holen. Achso. Der fehlt noch. Ich glaube, das ist gar nicht so doof. Ach, ich hätte ja gar nicht so viel Bretter gebraucht. Stimmt ja. Ganz vergessen. Ich hatte ja welche dabei. So. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Holzstämme. Das heißt, ich muss Bäume fällen. 6 Holzstämme. Eins. Nehmen wir hier so da und dort einen raus. Zwei. Und die. So, wachsen ja wieder nach. Von dem her. Kein so Drama. Und hier muss irgendwo jetzt noch einer rumliegen. Da. So. Dann können wir die nämlich gerade noch. Dann brauchen wir jetzt noch einen ganzen Schwung Steine. Da muss ich hin. Einen ganzen Schwung Steine. Aber das kriegen wir auch hin. So, ich glaube irgendwas um die 60 waren das, oder? Stein. Irgendwie so. Das müsste auf jeden Fall reichen. Falls wir zu wenig haben, ich habe gesehen, da lagen noch ein paar Steine rum. Die können wir dann auch noch mitnehmen. Achso, und wir haben ja die oberen 8 haben wir ja schon gesetzt. Stimmt ja. Dann brauchen wir eh weniger. Egal, haben wir zu viel dabei. Macht auch nichts. Das macht auch nichts. So. Dann haben wir das nämlich fertig. Dann kann ich die zwei nämlich holen. Und das ist ja schon mal ganz gut. Dann kann ich die nämlich beide in die Landwirtschaft stecken. Da muss ich mal gucken, ob mein Mann vielleicht was anderes macht als Landwirt. Da könnte zum Beispiel dann Kuhhirte werden. Und ich will ja noch einen Kuhstall bauen und ich kann jetzt einen Kuhstall bauen. Stimmt, ganz gar nicht dran gedacht. Wir können ja einen Kuhstall bauen. Und kann das vielleicht mein Mann übernehmen. So, Haus ist fertig. Trinken müssen wir noch einen Schluck. Wobei, das kann ich aus dem Lebensmittellager holen. Und dann ist die Frage, baue ich den Kuhstall unten rein?
Da habe ich ja eigentlich die Leute schon alle versorgt, ne? Moment, da muss ich hin. Hier müssen wir hin. So, einmal mit Wasser. Einmal mit Wasser. So, dann können wir den wieder wegtun. Genug. Durst ist gestillt. Hunger müsste ich auch noch. Nehmen wir noch zwei Pilzsuppen. Dann gehen wir uns gerade noch waschen. Achso, ich muss auch die Landwirte noch einstellen, dass der da in der Scheune noch einstellen, dass die mir wieder Leinsamen machen. Die können ja jetzt 30. Ja, den Rest machen wir noch wieder Roggenkorn. So, Roggenkorn brauchen sie lange für, oder? Alles andere schaffen sie relativ zügig, aber Roggen ist, dauert gefühlt ewig. So, dann gehen wir mal schlafen. Ehemann schläft auch schon. Einmal bis zum nächsten Tag. Guten Morgen, mein Schatz. Hi, sweetie. Aren't you pretty? Was beschäftigt dich? Du hast eine Wolke gesehen, als wäre sie, die aussah, als wäre sie halb Mensch, halb Kuh. Und wie steht es in unser Königreich? Die Bauern benötigen mehr Handwerksmaterial. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, erst hatte ich überlegt, ob ich da unten den Kuhstall hinmache, aber andererseits, ich habe da vier Leute, ne, sechs Leute. Machen wir vielleicht doch da unten hin. Vielleicht kriegt mein Mann dann, dass wir hier oben auch nochmal einen Tierstall oder irgendwas hinmachen. Ich platziere gerade mal den Kuhstall da unten. Dann haben wir ja Stanibor und Ludwika hier. Ludwika arbeitet in der Küche. Hier haben wir zwei. Toslava und Wieledruck. Toslava arbeitet, glaube ich, hier. Toslava, genau, und Leslava. Und Wieledrock ist hier, glaube ich, mein Schafhirte. Gerade mal gucken. Wieledrock. Wieledrock. Scheunenknecht ist der. Das sollte der natürlich auch nicht sein. Dann wird der hier auf jeden Fall der Kuhjunge. Packen wir den Kuhstall vielleicht hier hin. Kuhstall. Das Gelände ist zu uneben. Da geht. Da war er doch gerade. Ja, ich glaube, hier ist er ganz gut untergebracht. Oder wäre der hier besser? Ich gucke gerade mal, ob das hier ginge. Ja, hier ginge auch. Dann wäre hier besser. Dann machen wir den weg. So, so kann ich das Fundament schon setzen. Ja, kann ich. Hab genug Steine dabei. So, dann kommt der da hin. Sehr gut, dann kann der da nämlich arbeiten. Das macht dann auch nochmal wieder mehr Sinn. Hi Martin. Das macht dann auch nochmal wieder mehr Sinn, dass die, dass wir die zwei Landwirte holen. Ach, Irma, genau, wir haben ein neues Fohlen gekriegt. Das sieht aus wie die Mama.
Während hier Sarah ist so ein, ja, so eine Art Fast-Checke, ne? Wer arbeitet denn hier? Stanibor arbeitet hier, ah. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Arbeitsplätze hier. Brauchen wir auch. Müsste passen. Wobei ich hier dann vielleicht auch noch ein Haus hinsetze, wo dann hier die arbeiten, die hier in der Küche mitarbeiten können. Gucken wir mal. Aber das sind Dinge, die kommen später. So, Brett, Dung, Fee, machen wir das Inventar erstmal leer. So viel Zeugs dabei. So, was brauchen wir denn? Federn brauchten wir. Betrachten wir es nüchtern. Eimer mit Wasser, 5 Stück. 2 Flakon aus Ton, 10 Disteln, 8 Gänseblümchen. 2 Flakons aus Ton, 10 Disteln, 8 Gänseblümchen. Das kriegen wir hin. 5 Eimer mit Wasser muss ich gleich noch holen. So, den Rest haben wir. Ab in die Federn. 74 Federn. Okay. Das kriegen wir, denke ich, auch hin. 74. Haben wir auch. Wölfe haben wir erledigt. 4 Bronzehämmer. Die haben wir, glaube ich, nicht, oder? 2 haben wir. Und 2 müsste ich dann noch machen. Brauchen wir 4 Bronzebarren? Brauchen wir Holzstämme oder brauchen wir Stöcke? Das weiß ich jetzt nicht. Nehmen wir beides mit. So, und 5 Eimer Wasser brauchten wir, ne? 5 Eimer oder ein Eimer mit 5? Eimer mit Wasser. So, oh ne. Jetzt habe ich einen zu viel dabei. Und dann noch die rote Beete und dann haben wir schon alles. Dann können wir los. Dann können wir uns auf den Weg machen nach Piastovia. So, dürfte ich da gerade mal an den Amboss? Das wäre super. Du hast den mächtigsten Ritter bewaffnet. Das ist ja gut. So. Machen wir 4. Wenn wir schon können, machen wir 4. Dann lege ich 2 wieder ab. Stöcke brauchten wir dafür. Okay. Das ist okay. So. Dann brauchen wir die rote Beete noch. So. Von guter Qualität stand da ja nichts. 2 Hämmer kann ich gerade noch wieder ablegen. Brauche ja nicht mehr mitnehmen als nötig. So, dann haben wir alles. Sehr gut. Schnappen wir uns einen Esel. Reiten geschwind nach Piastovia. Das machen wir heute noch. Weil dann vergesse ich das auch nicht. So, willst du heute jetzt mal mit, Ida? Eben war Hedi, jetzt darfst du, Ida. Let's go! So, auf geht's. Auf nach Piastovia. Das machen wir, wie gesagt, in der heutigen Folge noch. Weil dann wird ein paar Tage dauern, bis ich die nächste Folge aufnehme. Und dann vergesse ich das nämlich jetzt nicht.
Sehr schön. Und dann können wir in den nächsten Folgen den Kuhstall fertig machen. Dann kann der Vias, wie auch immer er gerade heißt, kann dann Kuhhirte werden. Und brauche nicht mehr in die Scheune. Und da muss ich mal gucken, dass ich für meinen Mann noch Ersatz finde dort. Und dass mein Mann dann eher was anderes macht. Er ist aber auch geborener Landwirt. Also kriegt er, vielleicht machen wir Schafe zu uns aufs Grundstück oder so. Gucken wir mal. Lass mal einen kleinen Schafstall bei uns aufs Grundstück mit draufpacken. Wäre, glaube ich, auch eine ganz gute Idee. Wir werden eh mehr als den einen brauchen für die Wolle. Weil wenn die Näherinnen dann mal richtig Wolle anfangen zu verarbeiten, dann dann geht's da rund. Dann brauchen die auch einiges. So, dann holen wir nämlich die zwei. Passen auch, glaube ich, ganz gut zusammen und sind vor allen Dingen, wie gesagt, beide Landwirte. Wobei der Kerl, der kann auch noch, der kann eigentlich alles andere auch ganz gut. Sie ist ein bisschen spezialisierter, aber das macht ja nichts. Kann sie ja auch. Sie soll ja als Landwirtin eingesetzt werden. So. Hi, Ryska. Ryksa. 25 ist sie. Das Land ist wundervoll und du brauchst nicht durchreisen. Ich such dich. Klingt wie das, was ich gesucht habe. Sehr gut. Und da du dich mit Subislav ja wohl schon ein bisschen angefreundet hast. Der ist 20, das ist auch okay. Ich bin dabei, eine neue Siedlung aufzubauen. Ich wollte gerade fragen, ob du dazu nicht auch Siedler brauchst. Genau. Sehr gut. Dann packen wir die zwei gleich mal zusammen. Ryksa und und Subislav. So. Achso, einen Arbeitsplatz braucht er auch noch, ne? Dann kann er in den der Feldschuppen ist voll. Upsi. Er kann aber ja auch jagen. Dann packen wir ihn nochmal in die Jagdhütte gerade. Temporär. Und sie geht in die Scheune. Scheune, so. Haben sie auch Jobs? Das Haus muss ich noch benennen. Das waren Ryksa und Subislav. Ryksa und Subislav. So. Müsste. Ja, richtig geschrieben. Passt. Ja, und damit würde ich sagen, eigentlich können wir die Folge hier jetzt auch beenden. Die Quests machen wir in der nächsten Folge fertig. Wir reiten gleich weiter, Ida. Ja, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann nach Piastovia reiten und die Quests erledigen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.